Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Morix und ich begrüße euch zum ersten Paladins News. Heute geht es um den Patch Nr. 40. Als neuer Champion wurde Tyra, die Ungezähmte, vorgestellt. Sie kann auf dem Linksklick, ähnlich wie Viktor, mit einem Maschinengewehr schießen. Dieses macht alle 0,09 Sekunden 120 Schaden. Auf dem Rechtsklick hat sie einen Granatenwerfer, der 700 Schaden in einem kleinen Umkreis macht. Auf der Taste Q hat sie eine Firebomb. Dieser macht eine Feuerfläche, die für 6 Sekunden erhalten bleibt. Alle 0,6 Sekunden, das heißt 10 Mal in dieser Zeit, macht sie 9% Schaden, sofern sich der Gegner auf dieser Feuerfläche befindet. Auf der Taste F kann sie einen Gegner markieren. Diese Markierung hält ebenfalls für 6 Sekunden. Markierte Gegner nehmen 50% mehr Schaden von den normalen Attacken. Als Ultimate hat sie Crossfire. Ist es aktiv, so erhält man für 4,5 Sekunden 40% schnelleres Schießen und 40% schnelleres Laufen. Außerdem verbraucht das Schießen mit dem Gewehr keine Munition. Das Besondere an Tyra ist, dass sie kostenlos und ohne Freischalten spielbar ist. Eine weitere Neuigkeit ist, dass Cassie ein Visual Update, also ein Aussehensupdate, bekommen hat. Das alte Aussehen wird jedoch als Skin im Shop verfügbar sein. Sie hat nun keinen Bogen mehr, sondern eine Armbrust. Bild ist eingeblendet. Außerdem gab es viele Balances. Androxus macht nun 20 weniger Schaden, Cassie 50 weniger. Grover dagegen macht inzwischen 50 Schaden mehr und heilt 300 Schaden mehr. Pips Rechtsklickschuss geht nun auch durch Schilde hindurch und trifft die Gegner dahinter. Das größte Balancing-Update hat jedoch Skye erhalten. Sie hatten nun nicht mehr wie bisher 2000, sondern nur noch 1800 Leben. Dafür würden jedoch der Radius ihrer Vergiftungsbombe und die Präzision ihrer Waffe erhöht. Außerdem wurden diverse Bugs, die im Zusammenhang mit ihrer Unsichtbarkeitsfähigkeit erschienen sind, behoben. Außerdem gibt es viele neue Skins und Karten. Den ausführlichen Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Das war's auch wieder von den ersten News. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen. Und damit tschüss und bis zum nächsten Video.